Heute male ich 3 random Roblox-YouTuber nach. Wir gucken, wer wird es sein? Hey Leute, was geht? Katja hier bei Spinmaps & Games. Und Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier, ich bin hier im Spraypaint. Also Roblox-Spraypaint kennt ihr, ne? Und ich habe hier 3 Kästchen gemalt. Sieht nicht unbedingt ganz toll aus. Aber ist auch egal, Leute, weil heute male ich 3 random Roblox-YouTuber da. Ich versuche die auf jeden Fall zu malen. Er wird auf jeden Fall, glaube ich, mal gucken. Ich weiß es nicht. Wird es schwierig? Keine Ahnung, weiß ich nicht, Leute. Das sehen wir heute. Aber das Ding ist, der Twist ist, ich entscheide das nicht. Es entscheidet für mich mein Glücksrad. Ja, Leute, ich habe ein Glücksrad mit, so ein paar Roblox-YouTuber, die ich so kenne und die ihr wahrscheinlich kennt. Und ich würde mal sagen, das entscheidet halt die Seele. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich habe das letzte Mal tatsächlich habe ich einen Short damit gemacht. Also, wenn ihr noch nicht wusstet, dass ich Shorts mache, dann gerne reinschauen im Kanal. Da habe ich auf jeden Fall die Easy Cheesy gemalt. Auf jeden Fall mal gucken, ob die heute nochmal kommt. Ich mal das heute alles mit der Maus und ich werde das auf jeden Fall nicht so lange machen. Weil mit der Maus ist es ein bisschen schwierig und so. Da muss ich mir schon. Also, wenn ich mit der Maus richtig male, dann wird schon eine Stunde dauern. Ich würde mal sagen, ich habe keinen Bock, das euch alles anzugucken. Deswegen werde ich hier mal meine Zeitgrenze aussetzen und auf jeden Fall hoffen, dass es irgendwie schön aussieht. Und wir gucken, wer wird es sein? Sandy! Okay, okay. Ich darf heute Sandy malen als erstes. Und ist eine gute Sache. Ist eine gute Sache. Finde ich eigentlich ganz toll. Ich wollte gerade sagen, ob ich jetzt einfach nur dann sofort auch die zweite Person male. Aber ich würde mal sagen, ich starte einfach nur mit Sandy weiter. Also ich meine nicht, dass ich mit Sandy weiter starte. Ich mache einfach Sandy. Ich mache jetzt einfach nur die ganzen Ebenen. Und ich starte jetzt einfach mit Sandy. Und wir gucken erstmal, wie das alles so aussieht. Boah, ich weiß nicht, wie viel Zeit soll ich mir geben? So 10 Minuten? 10 Minuten. 10 Minuten wird schon, glaube ich, okay sein. Ich muss aber erstmal gucken, wie genau Sandy aussieht. Weil nicht, dass ich das irgendwie komplett dann falsch habe. Und dass ihr das nicht das in den Kommentaren schreibt und sagt so, hey, hallo, das sieht Sandy so nicht aus. Okay, ich glaube, das ist die Frage, welche Sandy möchte ich malen. Ich glaube, ich mache die Sandy aus in Adopt Me, weil ich meine, in Adopt Me, ich mach die Adopt Me Sandy. Ich finde, dass das eine sehr gute Sache ist. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt sofort. Thank you.
So Leute, Sandy ist durch. Also ich habe Sandy gemalt und es war tatsächlich ein bisschen mehr als 10 Minuten, aber ich hab's geschafft. Ich hab's fast geschafft, Leute. Ich weiß noch, die hatte, glaube ich, noch so ein Tierchen so irgendwo oben, aber ich hab gedacht, also, das wird mir einfach nur zu viel. Deswegen sieht's so aus. Ich finde es eigentlich ganz süß. Ich finde es ganz süß, Leute. Und ich würde mal sagen, wir starten mit der nächsten Person. Wow. Aber okay, das ist was anderes. Das ist richtig cool, weil ich habe ja schon Easy gemalt, ich habe jetzt Sandy gemalt. Aber okay, ist was ganz anderes. Wenigstens ein Junge. Okay, ich würde mal sagen, wir malen jetzt aber auch. Aber Ock ist auch fertig. Aber Ock hat auf jeden Fall nicht so lange gedauert wie Sandy. Oder es waren auch 10 Minuten. Ich glaube, das waren 10 Minuten. Kann sein, Leute. Aber so ungefähr sieht's aus. Komplett andere Stilrichtung, ich weiß. Aber Ock, ich muss halt auch wirklich Aber Ock zeichnen. Also so wie Aber Ock auch aussieht. Weil ich glaube, Sandy könnte man theoretisch schon so wissen, wie die aussieht. Aber Ock sieht ungefähr so. Okay, egal, Leute. Wir gehen jetzt zu der letzten Person und ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil das wird, glaube ich, sehr interessant sein. Und ich freue mich auf jeden Fall, wer das sein wird. Emily! Okay. Kann ich gerne machen. Oh mein Gott, da freue ich mich drauf. Leute, natürlich. Oh mein Gott, Emily. Oh mein Gott, da freue ich mich aber wirklich. Ich muss auf jeden Fall noch gucken, wie genau Emily aussieht. Ich weiß, wie Emily aussieht, aber es muss ja perfekt sein. Es muss ja perfekt sein, Leute. Okay, ich freue mich drauf. Das wird ein bisschen anders sein, glaube ich. Ich weiß es nicht, vielleicht kommt das Gleiche. Und ich würde mal sagen, ich fange jetzt an, Emily zu zeichnen. Thank you.
sehen bei mir die drei... Warum sage ich jetzt die drei? So sehen bei mir die drei YouTuber aus. Ich hatte sehr viel Spaß tatsächlich, heute die mal zu malen. Ich würde mal sagen, es sind irgendwie so drei verschiedene Richtungen, in die ich gemalt habe. Einmal die Sandy, finde ich so richtig so, eher so frei gemalt, so quasi so, wie ich die quasi sehe. Also so nicht unbedingt so an ihren Roblox-Account angedingst. Also so, ich meine, sieht halt nicht unbedingt wie eine Roblox-Figur aus, ne? Aber das sieht quasi, sieht aus wie Sandy, hoffentlich. Ich hoffe es. Dann haben wir aber auch der... Genau wie aber auch aussieht. Also nicht genauso wie. Also natürlich ist es immer noch gemalt und natürlich habe ich es immer noch nicht perfekt gemalt. Aber ich würde mal sagen, das Stil ist ungefähr aber auch mäßig. Und dann haben wir die Emily, was so quasi so eine Mischung ist. Also die sieht ungefähr so aus wie die Roblox-Figur, aber auch nicht unbedingt. So schon so ein bisschen der Roblox-Stil. Hatte extrem viel Spaß, das mit die dreimal zu malen. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann könnte ich... also, weil ich meine, ich habe ja hier eine ganze Liste, ne? Ich habe ja hier noch ein paar Roblox-YouTuber, die ich auf jeden Fall noch malen kann. Und wenn ich die in dieser Liste nicht habe, dann schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wenn ich noch alles malen soll. Also, wenn ihr natürlich Bock drauf habt. Und ich würde mal sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!